Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute machen wir mal Mission in Bloons Tower Defense X. Es kommen ja bald auch Quests in Bloons Tower Defense 6 rein und deswegen dachte ich, das ist eigentlich ganz passend. Ich denke, das Update wird übrigens Montag oder spätestens Dienstag irgendwann, ja, so auf von Montag auf Dienstagnacht wird es droppen, denke ich. Und wir machen einfach mal die erste Quest, Color Splash. Swamp Spirals face off against an assortment of color Bloons. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Und, ey, die Musik hat sich ja komplett geändert. Okay, nice. Mir wurde gesagt, dass der Dartaffe richtig stark ist. Und deswegen nehmen wir den jetzt hier auch einfach mal. Und ich upgrade den jetzt einfach auch direkt mal. Und zwar zum Spike-Pult. Das soll mega stark sein. Ich meine, es wurde Spike-Pult gesagt, oder? Korrigiert mich nochmal, falls ich falsch liege. Aber ich glaube, es war Spike-Pult. Ich mache hier mal richtig schnell den Modus rein. Was kann ich denn jetzt noch machen am besten? Oh mein Gott, das ist ja ultra overpowered. Der knallt ja alles um. Was? Das ist ja insane. Ich mach mal auf Autostart. Als nächstes hole ich mal einen Ninja. Den baue ich dann hier hin. Sharp Shurikens. Klar, warum nicht? Ah, ich habe kein Geld. Okay. Okay, Sharp Shurikens. Nice. Ninja Training nehmen wir auch mit. So, jetzt ist halt die Frage, gehen wir wieder auf Sai oder auf Distraction oder so. Aber ich glaube, wir gehen auf Mitte und dann gehen wir auf Blunier zu. Oder? Dann haben wir auf jeden Fall schon mal was richtig Starkes gegen die ganzen Camo-Bloons. Ja, lass das machen. Wir gehen Dual Shot into Blunier zu. Und dann holen wir uns danach was gegen Bleibloons. Ich weiß halt nicht, wenn der hier Blei macht, dann ist sowieso gut, aber ne, sonst gehen wir danach irgendwie auf, ich weiß nicht, vielleicht ein Magier oder so auf der Mitte mit Drachenatem. Ich glaube, das würde auch ganz gut kommen jetzt. Okay, Dual Shot haben wir schon mal und jetzt als nächstes Blunier zu. Den hatte ich noch nie hier in diesem Spiel, meine ich. Der kostet 3000. Ich denke, da müssen wir noch 2-3 Runden für warten, bis wir den haben. Bin mal gespannt, ob der richtig reinknallt. Aber so wie es aussieht hier, dieser Doppelshot ist ja schon voll am Regeln. Also der schafft ja fast, der schafft die sogar alleine die Runde gerade. Okay, nice. Wir haben genug für Blunierzu. Nehme ich jetzt mal. Okay, ja, Blunierzu ist ultra krass. Guck mal, der knallt die instant um. Okay, nice. Was machen wir jetzt als nächstes? Also wir haben das Spike-Pult, das wurde mir gesagt, ist gut. Wir haben Blunierzu. Ich würde sagen, als nächstes den Magier. Der wird richtig gut passen. Es ist halt die Frage, ja, ich packe den hier hin, denke ich. Feuerball. Ah, ich habe nicht genug Geld, okay. Ja, hier, dass ich die Runden halt auch schnell vorbeikriege. Vielleicht später noch irgendwie eine Spike Factory hinten. Das wird wahrscheinlich auch ganz gut ankommen, denke ich. Okay, jetzt gehen wir den Magier mal. Feuerball. Lightning Rod haben wir noch nicht genug für. Wir kriegen mittlerweile, kommen ja auch Regenbogen-Bloons, okay. Und ich weiß halt nicht, das sind, glaube ich, okay, das ist einfach zu schnell. Wenn man das auf diesem schnellen Modus hat, kann man gar nicht richtig erkennen, was da für ein Bloon kommt. Ich meine, diese ganzen, die so ein Schild drum haben, die haben einfach ein extra Leben. Aber es gibt halt auch, ich habe mal im Internet geguckt, es gibt halt auch keine Liste, wo die ganzen Sachen stehen. Also, wenn ihr irgendwie eine Liste habt, wo mal alle Bloons, die es hier im BTDX gibt, beschrieben sind und was deren Effekt ist und so, schickt mir die auf jeden Fall mal, damit ich mir die mal angucken kann. Dann kann man auch, glaube ich, ein bisschen besser eine Strategie und so entwickeln. Das habe ich nämlich so auch in Bloons Tower Defense 6 gemacht. Ich habe mir da immer im Wiki angeguckt, okay, was können die Bloons, was kann der Bloon und so, was kann der Turm. Und dadurch habe ich mir dann praktisch Strategien und so ausdenken können. Es ist halt die Frage, gehen wir auf Drachenatem oder auf den Nekromanten? Ich glaube, den Nekromanten hatten wir bisher noch nicht, oder? Den würde ich fühlen. Ja, lass mal Nekromanten machen. Okay, der Nekromant spawnt einfach Bloons. Oh mein Gott, ich kann hier richtig Army of Darkness. Der spawnt also Bloons, die auch schießen. Das ist also komplett anders wie in BTD6. Die sind richtig am Attacken. Das erinnert mich ein bisschen an Diablo, an den Necromancer, den ich spielen werde beim Release, den ich auch in dem eine Stunde Speedrun gemacht habe für Akt 1. Ich weiß nicht, die meisten von euch werden es nicht gesehen haben, weil die meisten von euch interessieren sich wahrscheinlich nicht für Diablo 4, aber ja, so das gleiche Prinzip ist die Klasse, die ich da spielen werde. Okay, jetzt langsam wird es ein bisschen knapp, aber unser Katapult ist ja auch noch da. Wir haben aber genug, um die Army of Darkness zu holen. Das macht jetzt Skelettkrieger, die mehr Damage machen. Gucken wir mal. Okay, er wird dunkel. Ah, okay, die sind einfach so optisch ein bisschen anders. Ist der Attack auch anders? Ich glaube, die werfen einfach einen etwas größeren Knochen. Ja, sieht mir so aus, als würde er einfach einen größeren Knochen schicken. Aber ist schon... Oh, nice. Rank up. Wir haben ein neues Level. Wir sind jetzt Level 33. Sieht schon cool aus. Also ist schon eine geile Klasse, muss man einfach so sagen. Hole ich jetzt mal eine Bananenfarm hier hinten. Komm, warum nicht? Sagt mir, Leute, worauf freut ihr euch eigentlich am meisten beim neuen Update? Also ich freue mich, glaube ich, am meisten auf den neuen Tower schon wahrscheinlich, weil es einfach die meisten Möglichkeiten und so bietet. Danach würde ich sagen,
Ich freue mich auch eigentlich immer über eine Map, wenn die Map ganz geil ist. Also da bin ich halt auch immer ein großer Fan von, wenn eine neue Map reinkommt. Und was ich vor allem bei Updates sehr schätze, ist halt einfach Balance Changes. Einfach weil es das Spiel so sehr verändert und ändert, welche Tower halt in der Meta sind. Und ich sehe gerade, okay, wir haben hier schon ein Problem. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall nochmal was Besseres. Ich hole mal hier den Staubsauger. Und skill den auf Triple einfach, denke ich. Ja, ich gehe auf Triple. Also auf Triple Nozzle. Triple Nozzle. Oh mein Gott, warum kommen da auf einmal so viele Moabs? Das war ja total close. Okay, wir brauchen definitiv mehr Damage Boys. Und Girls. Ich hole hier einen Monkey Wizard und mach den auf Drachenatem. Und auf Phoenix. Ja, wir gehen hier auf Phoenix. Oh, ah, wie nice. Phoenix ist hier keine Ability, sondern Phoenix ist einfach ein noch besserer Drachenatem. Das finde ich richtig gut, weil ich liebe ja Drachenatem in BTD6, aber das, was mich immer nervt daran, ist halt einfach, dass der auf Stufe 4 dann halt einfach eine Fähigkeit hat und ich mag es einfach gar nicht so gerne, Fähigkeiten zu nutzen in Bloons Tower Defense 6. Deswegen ist das hier, glaube ich, ganz cool, wenn ich hier auf den Phoenix-Atem gehe. Oh mein Gott, ja, guck mal, wie riesig die... Boah, ja, okay, das ist sehr krass. Okay. You win. Warte, was? Wir haben es geschafft. Und was habe ich dadurch jetzt gekriegt? Color Splash. Ich weiß nicht genau, was ich da jetzt durchgekriegt habe. Okay, wir haben auf jeden Fall die erste Mission abgeschlossen, erfolgreich. Jetzt könnten wir hier die nächste machen, aber ich glaube, das lasse ich mal fürs nächste Video, sonst wird das hier zu lang. Ich habe mir nämlich überlegt, ich werde hier erstmal die Videos ein bisschen kürzer halten, so zwischen 6 und 12 Minuten, denke ich, ist eine ganz gute Zeit. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Sensenmann morgen wieder sehen wollt und dann halt einfach, dass ich den Gott booste und wir einfach mal gucken, wie weit der kommt. Ich denke mal, der kann echt über Runde 1000 kommen, wenn man den Gott boostet. Also das wird dann komplett krass, wenn wir den ultimativen Sensenmann haben. Bis dahin auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Macht's gut und ciao.